Feurio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miitopia. Ich bin Balui und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, denn jetzt geht es weiter. Wir haben jetzt gerade eine Gruppe von Gegnern besiegt und sind mitten im dunklen Wald und müssen gucken, wie wir weiterkommen, weil wir müssen nämlich noch die erste Fee retten. Ach ja, und wir haben da rechts, das ist keine Putzfrau, das ist Prinzessin Dena. Nur so, falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, das war mir ein Versehen, aber jetzt ist halt Prinzessin Dena dabei. Was soll's? Es wird dunkel und wir bauen das Zelt auf. Yay! Wir sollten eine Runde quatschen. Und dann? Was dann? Sie hörten eine Stimme. Sie flüsterte ihr in der Dunkelheit zu. Ich habe Angst. Sie krächzte wie ein Sargdeckel, der sich nicht schließt. Und was dann? Wo ist mein Gesicht? Ah! Und sie erzählten sich die ganze Nacht über Geschichten. Leute, wir sind auf einer wichtigen Mission. Wir haben keine Zeit für bla 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 bla. Los! Und dann kam der Morgen. Guten Morgen, auftehen alle miteinander. Warum hat eigentlich keiner im Zelt geschlafen? Reden wir darüber. Jetzt kommt ihr ins Gasthaus. Instant, passt auf. 5 Meter vom Gasthaus zelten, ist logisch. Jetzt muss ich trotzdem das Gasthaus bezahlen, ne? Super. Oh, Ärger vorbei mit diesen beiden Idioten da. Hat gar nicht lang gedauert, ey. Riol wurde verziehen. Warum hat das diesmal so lange gedauert? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber was haben wir denn zu essen für euch heute? Wir hätten hier Angriff und Magie. Eigentlich würde ich es gerne Balui geben. Aber ich muss sagen, die Prinzessin hat mich gerade auch sehr überzeugt. Deswegen kriegt die das jetzt erstmal. Die hat nämlich gar nichts an Stats. Null. Und wir haben auch nicht wirklich viel Essen in letzter Zeit bekommen. Was gibt's denn heute beim Roulette? Irgendwas Cooles? Ein Buntblatt. Ja, für Balui. Aber die Chance, das zu kriegen, ist... Wir probieren es einmal. Einmal. Aber dann... Das macht keinen Sinn. Die ganzen Tickets dafür rauszuhauen, dafür, dass das eh nicht funktioniert. Ja, sag ich doch. Gut, wir eine Komfortreise. Wen schicken wir denn weg? Ich würde sagen, wir schicken mal Balui weg. Der ist ja mit denen auf einem Zimmer. Und dann können die sich zumindest schon mal ein bisschen miteinander anfreunden. Auf der Insel. Feuerwerk. Ah nein, gab nicht. Ja, das war so toll. Ja, ich weiß. Ihr seid der Hammer. Da war schön, ne? Ja, ein bisschen Urlaub wäre ich jetzt auch gerne. Ihr seid flüchtige Kante, könnt angeben. Yes! Okay, das war das Wichtigste. Nein, nein, das Roulette machen wir von anders. Wir kaufen lieber Sachen. Dass wir keine Sachen gekauft haben. Dann geht's halt einfach weiter. Und wir haben noch 17 Bananen und 12 Bonbons im Lager. Also ich sag mal, schlecht ist das ja auch nicht. Ich habe mal gehört, ich soll den Leuten noch ab und zu mal ermöglichen, dass sie Süßkram essen. Aber das kostet mich halt jedes Mal was. Meine Nerven. Nein, Quatsch. Ich könnte das ja wirklich ab und zu mal zulassen. Aber ich finde, solange ich das verhindern kann, ich weiß nicht. Ich bin so einer, der auch nie Heiltränke in Pokémon benutzt, falls ihr euch da noch dran erinnert. Meine Füße tun so weh. Wir sind geschwind wie der Wind. Ich bin Balui und wir haben Geld gefunden. Ja. Dankeschön. Ich hätte gerne nochmal so einen König, der mir immer für so eine Mission 2000 Geld bringt. Aber das ist, glaube ich, das war, glaube ich, nur Anfangsbonus. Da ist die große Kiste. Bitte, bitte, bitte. Nein, nein, nein! Habe ich ernsthaft gedrückt? Weiterziehen, meine Nerven? Warum? Oh! Hallo, Benji. Ja, zu dir wollte. Du gibst eh wieder nur Tränen. Balui. Warum bist du unfähig? So, weil du wieder zurückholen, bitteschön. War, jetzt muss ich diese scheiß Route gleich nochmal gehen. So eine Kacke. Das habe ich gut gemacht, oder? Ich bin der Wahnsinn. Ja. Warum? Warum? Hui, wie aufregend. Benji-Tränen und gebe ihm. Guckt euch da in der Mitte diese eine Scheißkiste, die ich geholt habe. Oh, das gibt's nicht. Mann, das ist einfach so dermaßen schlecht. Reden wir nicht drüber. Vielleicht gibt's dafür irgendwas. Oh, guck hier, der will einen neuen Fächer haben, Dena.
Den hat Chris natürlich neun Fächer, bei dir diskutieren wir gar nicht lange. Du bist noch frisch dabei. Hast deinen japanischen gekauft? Oh, der sieht schön aus. Der gefällt mir sehr gut. Nur dein Kleid sieht so wobbt. Nee, null. Baloui wollte neue Klamotten haben. Nein, Zander, du nicht. Baloui, eine Pünktchenblume. Baloui kriegt eine Pünktchenblume. Ja, sieht schick aus, Baloui. Wow, du bist toll. Das ist der Hammer. Das sieht, wo ist blau? Ja, toll. Wo ist das dunkle Blau? Tja, und die beiden wollen jeweils 920 Euro Sachen haben. Ne, nö. Nö, gerade nicht, nö. Hab ich schon geguckt, was es zum Spielhalle gibt? Ich meine, wir müssen... Oh, japanisch Fächer hat er schon. Komm, bevor wir jetzt hier das Essen und Zeit verschwenden, gehen wir die Route nochmal und reden nicht drüber, was da gerade passiert. Ehrlich. Yay. Eine neue Medaille. Habe ich gut gemacht. Los jetzt. Die ist nicht geschafft, die Route. Wieso ist sie 100% gelb? Nur weil ich alle Wege gelaufen bin. Los jetzt. Macht mal einen Tacken schneller. Das ist so dumm, meine Güte. Ehrlich, so... Meine Herren. Da war bestimmt irgendwas Cooles drin. Oh. Öffnen. Und da drin ist... Eine Wollkluft für Zander, siehst du? Hätte ich ihn nicht geholt. Zander, hier, der Fisch an Land. Bitteschön. Sieht so toll aus damit. Wow. Mann, das war einfach so dumm. Das war so typisch Baloui. Ich habe wieder einen Baloui gebaut, was Spaß macht. Und ich wollte einfach nur ein bisschen die Beziehung aufpushen, deswegen gehe ich jetzt tausendmal die Route, dass sie alle Freunde miteinander werden. Ist das eine Möglichkeit? Nee, so funktioniert das nicht. Aber da ist Party im Zimmer bei Dena und Baloui. Was ist los mit euch beiden? Du solltest mir sagen, auf wen du stehst. Was? Das verrate ich dir doch nicht. Oh, na gut. Was? Ja, Baloui sieht aus, als wenn er gerade aus dem Schlafanzug noch liegt. So, wir haben Stufe 3 bekommen. Sehr schön, können jetzt warnen. Das ist schon mal gut. Aber... Zander und Ryo sind Level 2. Ich hatte ja gehofft, dass die sich noch ein bisschen besser miteinander verbinden. Jetzt müssen wir mal gucken. Mit Dena, ne? Aber Baloui und Zander sind schon Stufe 5. Baloui und Ryo sind Stufe 4. So, dann machen wir das mal so. Essen? Ich habe ja gesagt, wenn ich das nächste Mal reingehe, gibt es was zu essen. Banshee-Tränen. Ach, Magie. Hier, bitteschön, Prinzesschen. Magst du Tränen? Heult nicht rum. Und was haben wir hier noch? In der Spielhalle hatte ich das gerade schon geguckt. Ich war nicht sicher. Nein, ein Buntblatt. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Baloui, bitte. Du könntest eine bisschen bessere Waffe mit ein bisschen mehr Magieschaden gebrauchen. Nicht Baloui, bitte. Spiel, bitte. Stopp, langsamer. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dankeschön. Ich glaube manchmal, dass das Spiel schon, also es kommt schon verdammt oft Ausrüstung. So, da haben wir das Buntblatt für Baloui. Sieht schick aus. Das gefällt mir sehr gut. Viel mehr Magie. Nice. Passte wahrscheinlich zu seinen Buntglas-Klamotten. Was kommt jetzt als nächstes? Wollen wir nochmal eine Route sinnlos laufen, weil wir so lustig sind? Also, da sind wir im Wald. Und los geht's. Hat hier jemand Gold gesagt? Ja, Dena, Gold. Bombe hätte ich für dich. Vielleicht hätte Dena besser Panzerfahrer werden sollen. Da sind die süßen Benjis. Zander, oh yeah. Mit den Schwachstellen ist immer genau das Richtige. Och man, der versagt, aber auch Zander ist auch instant immer sofort. Nee, die hat mich angeguckt. So, Baloui, ich weiß noch nicht, welche gerade hier schon ihren Angriff gemacht hat. Ich glaube aber, die rechte. Und jetzt... Gut. Perfekt. Okay, das war's schon. War easy. Haha. Ein Kinderspiel. Und Dena ist Level up. Dreier, boah, der kriegt jetzt... dicken Stats, der muss die ja auch alle aufholen. Aber keine neue Fähigkeit. Schade. Na dann, mal los. Kommt jetzt hier vielleicht schon die... Ja, wohin hat sich der dunkle Fürst Revi wohl zurückgezogen? In seine Burg, nehme ich an. Die liegt auf dem Gipfel des Vulkans im Osten. Oh, wir müssen noch weiter nach Osten. Okay. Östlich von hier gibt es einen Vulkan. Wir nennen ihn den Flammenbeck. Ist ein furchterregender Ort. Aber du wirst trotzdem dorthin reisen, stimmt's? Ja. Du bist so tapfer. Ich wünschte, ich wäre es auch.
diese Elfentanten, ne? Diese Feentanten, so. Ich bin hellwach. Das finde ich nicht so gut. Wieso nicht? Ah. Bares oder Obst und Süßes? Ne, wir nehmen ja Bares. Nur Bares ist, weil wir müssen sowieso die Route zweimal gehen, dann holen wir uns nachher das Essen. Nur Bares ist Wahres, oder wie heißt es? Oh nein, wir müssen so ein Ding besiegen. Okay, das wusste ich nicht, dass das damit in Verbindung hängt. Alles in Ordnung, Baloui? Triol! Ha! Diese Lässigkeit, ne, mit dieser Schwachstelle finden, die finde ich ziemlich cool irgendwie. Baloui, angeben? Ja, das sieht gut aus. Okay, easy. Feurio. Ich habe Feurio gesagt. Das war's wohl. 500 Gold. Naja, gut, wenn es das war. Und schon ist das Gas aus deiner Tee. Diese Routen hier sind alle so kurz. Ich glaube, die gehen wir direkt nochmal. Level 5 mit der Klasse Prinzessin. Na, Prinzessin, sind wir auch schon da? Ah, Baloui und Rio, natürlich wächst die Beziehung wieder. Loben ist cool. Level 5 Loben ist geil. Aber nur bei längeren Kämpfen wichtig. Ist mir so aufgefallen. So. Löwenzahn. Heute gibt es Löwenzahn zu gewinnen. Das wäre doch was. Löwenzahn ist wahrscheinlich auch für Baloui, oder? Baloui könnte immer bessere Waffen gebrauchen. Weiter, 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 weiter. Nein, nein, weiter, weiter. Noch ein. Na gut. Fast. Dann schicken wir da jetzt mal Dena und Zander hin. Viel Spaß. Los geht's auf die Reise. Blablabla. Party, Party. Und Level Up wahrscheinlich. Ja, es war toll. Wäh. Und sie haben flüchtige Bekannte gelernt und können jetzt angeben. Sehr schön. Aber ich glaube, wir machen nochmal. Ich möchte gerne den Löwenzahn haben. Löwenzahn. Der geht jetzt schlafen. Nein, warte, das ist was anderes. Wenn ich jetzt wieder eine Reise kriege, ne, dann gehe ich heulen. Yay. Ein weitergelaufen. Aber Glück gehabt. Löwenzahn für Baloui natürlich. Oh Mann. Naja gut. Mehr Angriff, mehr Magieschaden. Können wir mitnehmen. Sieht schick aus. Nein, eigentlich nicht. Aber egal. Möchte jemand von den Leuten hier heute Geld ausgeben? Nur Riol. Ja komm, wir kaufen dir deinen blöden Wollpanzer, damit du nicht weiter rumnervst. Bitteschön. Ich kann die Leute einfach in diesen Wollklamotten nicht ernst nehmen. Weiß nicht warum. Aber sie müssen ja was aushalten, wenn wir irgendwann gegen Bosse kämpfen. So. Wo müssen wir jetzt nächstes hin? Machen wir die Route einfach nochmal schnell da. Neu. Ja, ne, wenn wir schon mal hier sind, schadet ja nicht. Und die ging ja auch schnell. Da war ja nur einmal ein Gegner und fertig. Ruckzuck, dann haben wir zumindest irgendwann diese Region komplett geschafft. Das wäre ja mal was. Los jetzt. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Schneller, 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 schneller. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5. Das war jetzt zwei Benchies, ne? Ja, genau. Guten Tag. Moment. Bevor Dena... Ich wusste nicht, dass sie auch kämpfen können, diese blöden Benchies hier. Mir fehlt ja jetzt noch die Beziehung zwischen Riol und Dena. Okay, da müssen wir noch dran arbeiten. Dass sie zumindest ein bisschen was können miteinander. So, Luftstoß. Fangen wir mal mit Benchie B an. Und tschüss. Yes. Dena ist entspannt. Und macht einen Mega-Angriff. Was? Okay, das ist echt cool. Also echt. Also diese Charaktere sind zum Teil echt cool. Gefällt mir sehr gut. So ein Glück. Gibt's Bonus-XP? Nö. Lea, irgendwelche, die hat bestimmt Geheimnisse. Ich will gar nicht wissen, was sie ihren Schwestern immer so macht. Wo lang? Nach unten. Obst und Süßes. Ja. Das müsste jetzt so ein lila Ploying sein, ne? Nee, doch nicht. Das ist eine Kiste sogar. Und da war ein... Oh nein, ernsthaft. Nur ein Mana-Baum. Ich dachte, gäbe es Obst, ein bisschen was zu essen. Traurig. Oh, noch eine Kiste. Und da war drin eine HP-Banane. Ja, man kann ja nicht immer alles haben, ne? Ich habe jetzt echt gedacht, da würde ich irgendwie besseres Essen kriegen oder so für meine Leute. Ein bisschen Stats zu erhöhen. Aber nein. Ich wollte aber gerne
dass jetzt Riul mit Dena noch eine Beziehung aufbaut. Dann mache ich mit Zander noch ein bisschen Level up und dann sollte das ganz gut laufen. So, Essen. Was habe ich denn heute? Banshee-Tränen, die die Magie erhöhen, Baloui heute schon wieder. Ihr Prinzesschen, magst du die? Irgendwie mag die keiner so richtig gerne. Guck mal, wer braucht ihr denn hier? Vielleicht Zander? Ist der überhaupt magieabhängig? Bei dem ist es halt, glaube ich, total unwichtig, ob der Magie hat oder nicht. Ach, Baloui. Habe ich jetzt erst auf Zander gedrückt? Ich wollte nicht. Oh, Zander mag die alle. Der mag diese ganzen Banshee-Tränen. Das gibt's nicht. Das ist nicht okay. Alle hassen das, außer... Ach, egal. Und Geld? Möchte jemand Geld ausgeben? Nö. Hat sich. Es war ja nur ein Mini-Abstecher. Die 2 Minuten haben jetzt nicht wehgetan. Wo müssen wir denn überhaupt als nächstes hin? Wir können jetzt hier nach rechts zum Tor, aber da kommen wir eh noch nicht rein, wette ich mit euch, weil wir müssen erst hier oben irgendwas abholen oder so. Oder machen. Oder irgendeinen Gegner besiegen, der einen Kristall hat oder irgendwie so Kack. Beiß die Zähne zusammen. Dena, diese grüne Fläche ist so groß. Woher kommt das bloß, dass so viel Moos? Hoppla, ein spitzer Reim. Zeit für mein erstes Gedichtsband. Ja, Dena wird Gedichtbandschreiber. Vielleicht schreibt Dena ja wirklich irgendwann mal ein Buch. Dann könnt ihr euch daran erinnern, was Baloui hier entdeckt hat. Dass Baloui nämlich rausgefunden hat, dass Dena ein Buch schreiben wollte. Zander? Sehr gut. Haha, endlich hat das mal nicht funktioniert. Witzig finde ich dieses Stursein schon, dass man dann irgendwie keinen Schaden kriegt. So, Baloui, ich mache jetzt erstmal hier die erste Banshee weg. Sehr schön. Vielleicht macht Riul ja die andere weg. Tolle Aktion, Baloui. Oh. Schleim, Schleim. Oh, das hat diesmal nicht gereicht. Ja, aber... Was soll's. Ich glaube, unser Team ist so stark, dass es echt kein Problem gerade darstellt. Aber wir sind auch... Wir haben jetzt keine Route doppelt gemacht. Außer, ja doch, wir haben die 2, aber da gab es auch nicht wirklich gute, großartige Monster. Wir sind also vom Level Cap her genauso, wie das Spiel es wahrscheinlich vorgesehen hat. Oh nein. Okay, GG. Ich habe leider... Also ich könnte halt einen... Ich bin nicht sicher, ob ein normaler Angriff jetzt nicht sinnvoller wäre als ein Luftstoß. Aber, nee, ist doch nicht sinnvoller. Boah, was machen wir jetzt zuerst weg? Hier, Baloui, komm, mach mal den. Reicht nicht. Jo, läuft schon wieder gut. Das wird jetzt ein bisschen... Das wird ein bisschen spannenderer Kampf ansonsten. Wir schaffen das. So, das wird wieder alle getroffen. Ich drücke dann halt immer schon mal schnell den Streuer, dass nie einer eine blöde Banane frisst. Was macht diese blöde Blümchenfalle? Die frisst doch einen von meinen Leuten, ne? Dena, hast du einen AOE-Angriff? Du hast doch noch eine andere Attacke, die ich noch nie gesehen habe. Nee, er macht nur einen normalen Angriff. Aber ist egal. Also eine Fähigkeit eigentlich schon, aber... Ja gut, wenn du eine Banane... Meine HB-Banane! Die holen wir uns zurück. Die ist auch nicht so wichtig. Zander! Ja. Ja, und habe ich die Banane jetzt zurück? Nein, sie ist weg. Ernsthaft? Oh. Ich will meine Banane wieder. Jetzt futtert Dena schon wieder was. Och Mann. Er verbraucht meine ganzen Vorräte, nur weil er nicht genug Stats hat. Egal. Ganz toll gekämpft. Ja, hab gesehen, dass die blöde Blume meine Banane geklaut hat. Ich glaube, es hackt. Dunkles Geheim. Oh nein. Das ist hier genau die gleiche Scheiße wie gerade. Die Mobs sind aber jetzt stark. Da, der Wackes. Oh, shit, ey. Ja, den Streuer werden wir wohl ein paar Mal noch brauchen heute. Baloui, was hältst du davon? Wir machen mal die Banshee weg. Hat gereicht? Hat gereicht. Sehr gut. Deswegen nur noch 2 Gegner. Oh, und dann werde ich auch noch gelobt. Wie süß. Dankeschön, Riul. Dena,
weich den bitte aus. Ja. Endlich hat das mal was gebracht. Boah, Alter, sind denen als automatischen Angriff schwach. Also so richtig schwach. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass das so schlecht ist. Kriegen wir mal noch ein paar Mana-Punkte hier mit unserem Team. Und den restlichen Lebenspunkt können wir auch aufbauen. Dann sind wir sowieso gleich wieder im Gasthaus. Achtet auf eure Deckung. Welchen Troll machen wir weg? Wir machen jetzt mal einen Troll weg. Oh nein, ich habe ja das. Ich habe das Kompliment. Ich hätte ja. Ach, ich hätte den anderen wegmachen können mit der Kraft, die ich dadurch habe. Da habe ich nie aufgepasst. Das war dumm. Dena sammelt MP. Du hast volle MP. Wieso ist Dena jetzt auf einmal so schwach? Die ganze Zeit ist er voll abgegangen und jetzt kann er auf einmal nichts mehr? Was ist los? Verstehe ich nicht. Nur ein paar Kratzer. Okay. Ach, Dena, Level up. Prinzesschen Dena ist stärker geworden. Eskorte gelernt. Nein, ich habe nicht gelesen, was es macht. Ach, werden wir schon früh genug hören, was da passiert. Und ein Gasthaus. So, ihr Lieben, aber an der jetzigen Stelle werde ich dann diese Folge beenden. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ihr kommt morgen wieder. Da gibt es dann die nächste Folge von Miitopia. Bis dahin, macht es gut und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss!